Zwei Displays an einem Notebook scheinen irgendwie Trend zu sein auf der IFA 2019. Ich stehe hier am Asus-Stand und neben mir habe ich das ZenBook Pro Duo. Und dieses Notebook besitzt zwei Displays. Einmal das herkömmliche 15,6 Zoll große OLED-Display mit 4K-Auflösung. Und dann habt ihr hier oberhalb der Tastatur ein 14 Zoll großes ScreenPad Plus, nennt Asus das. Und damit kann man eigentlich Multitasking zur Perfektion betreiben. Denn wie ihr seht, hier oben kann ich mein Video anschauen und hier unten kann ich schön surfen oder ein bisschen im Internet shoppen, mir die Asus ZenBooks bei Cyberport zum Beispiel angucken. Und hier unten kann ich aber nicht nur ein Programm öffnen, sondern noch ein weiteres. Zum Beispiel möchte ich vielleicht noch bei Spotify Musik hören. Muss ich mich erstmal anmelden? Möchte ich nicht. Probieren wir es mal mit einer anderen Anwendung. Ja, zum Beispiel Piano Time. Dann kann ich ja auch noch nebenbei Klavier spielen. Eine ziemlich coole Sache, wie ich finde. Dieses ZenBook Pro ist aber nicht sehr günstig, denn das Ganze wird ab September für ungefähr 3000 Euro verfügbar sein. Eine weitere coole Besonderheit bei diesem Notebook ist auf jeden Fall auch dieses Touchpad. Praktischerweise auch hier rechts an den Rand gewandert und ihr habt hier einen optionalen Nummernblock, heißt es genau. Und den könnt ihr hier per Knopfdruck einblenden lassen. Hier kann man die Helligkeit noch mal ein bisschen hochstellen und dann habt ihr hier noch einen zusätzlichen Nummernblock und fungiert dann einfach ganz normal als Touchpad. Das ZenBook Pro Duo gibt es noch mal in einer kleineren Variante mit 14 Zoll Display, dann heißt es nur ZenBook Duo. Und da wird es nur ungefähr 1300 Euro kosten. Und dieses ZenBook Pro Duo in der 15 Zoll Variante kostet ja ab 3000 Euro. Ein ziemlich teures Notebook, aber ich finde diese riesige Touchbar hier oben, das ist es auf jeden Fall wert.